Soldatinnen und Soldaten. Es war der 22. Dezember 2013, mein erster Besuch im Einsatz Nordafghanistan, Mazar-i-Sharif. Ich war noch keine Woche im Amt und stand nun vor dem Ehrenhain im Feldlager. Ich kannte diese breite, halbrunde Sandsteinmauer bis dahin nur von Fotos und aus Fernsehbildern. Jetzt war ich selbst dort. Die Flaggen der Nationen wehten im Wind. Es war kalt, war 2 Tage vor Weihnachten. Wir beteten mit den Militärseelsorgern, zündeten Kerzen an. Wir schritten die Mauer ab, lasen auf den Gedenktafeln die Namen der Gefallenen. 100 Namen, Namen unserer Soldatinnen und Soldaten, Namen von Kameraden unserer Verbündeten und Partner. Ich sah die Fotos, die hinter manchen Plaketten steckten, die Lichter, die niedergelegten Abzeichen, die Schulterklappen, Ehrennadeln. Alles persönliche Grüße auf dem letzten Weg. Ich werde diesen Moment nicht vergessen. Für die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz sind diese Ehrenhaine das emotionale Herzstück eines jeden Camps. Sie stehen da, um den Wohl zu sagen. Sie gehen dahin, wenn sie irgendwo hin müssen, mit ihrer Trauer über den Tod ihres Kameraden, der Kamerad. So wie es unser altes Lied von guten Kameraden besingt. General Fritz hat die ersten beiden Zeilen genannt. Er ging an meiner Seite im gleichen Schritt und Tritt. Eine Kugel kam geflogen, ging sie mir oder ging sie dir, ihn hat sie hingerissen. Er liegt zu meinen Füßen, als wäre es ein Stück von mir. Orte wie diese, an denen sich so starke, so authentische Erinnerungen ballen, kann man nicht einfach abbauen wie ein Feldlager. Sie müssen bleiben, sichtbar und anfassbar. Hier in den Wald der Erinnerung, den wir gleich einweihen wollen, bringen wir diese Zeugnisse unseres Gedenkens aus den Einsätzen. Zum ersten Mal wurde es für mich am Ehrenhain in Afghanistan direkt greifbar, was es in letzter Konsequenz bedeutet, Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsatz zu schicken. Wir geben den Soldaten den Auftrag, unsere sicherheitspolitischen Interessen durchzusetzen, oder wie es einer meiner Vorgänger formulierte, die Freiheit am Hindukusch zu verteidigen. Und es kann sein, dass dieser Soldat niemals zurückkehrt. Der Soldat, die Soldatin hat nicht die Wahl. Sie müssen gehen. Das ist das Prinzip von Befehl und Gehorsam. Sie in einen Einsatz zu schicken, ist eine Entscheidung, die wir als Mitglieder des Bundestages treffen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns in Momenten wie diesen immer wieder die Tragweite unserer Entscheidungen vor Augen führen. Orte wie diese ermahnen uns als Verantwortliche in der Bundeswehr. Sie ermahnen uns als Politikerinnen und Politiker. Und sie sollten uns auch als Bürgerinnen und Bürger dieser Demokratie ermahnen, dass ein Leben in Frieden, Recht und Freiheit nicht selbstverständlich ist. Dass es Frauen und Männer gibt, die für diese Werte eintreten und bereit sind, dafür den höchsten Preis zu zahlen. Ihnen gebührt unser Respekt. Unsere Einsätze finden immer im Rahmen der internationalen Gemeinschaft statt. Damit nehmen wir aktiv unsere Verantwortung wahr. Aber es ist nicht nur unsere Verantwortung, wie wir in Konflikte eingehen, sondern auch in unserer Verantwortung, wie wir wieder rausgehen. Wir müssen nicht nur an einem Ort den Terror beenden oder einem anderen einen Völkermord verhindern, sondern wir müssen unsere Missionen auch so stabilisieren, dass sie nachhaltig wirken, damit das Ziel und die Überzeugung, für die unsere Soldaten ihr Leben gelassen haben, auch erreichbar wird. Gerade angesichts der Gefallenen ist es ein Auftrag, den Weg für Frieden, Freiheit und die Wahrung unserer Menschenrechte besonnen, aber unbeirrt weiterzugehen. Um uns nicht von denjenigen, die die Würde ihrer Mitmenschen mit Füßen treten, ein Aufgeben aufzwingen zu lassen.
Der Wald der Erinnerung, das ist der Ort der Besinnung, der Erinnerung an gemeinsam erlebte Geschichten, an Schicksale, an Trauer und Tränen, die mit dem Tod eines geliebten Menschen und Kameraden verbunden sind. 5 Ehrenhaine aus Bosnien-Herzegowina und Afghanistan wurden im Laufe des Jahres zurückgeführt und sind bereits wieder aufgebaut. 2 weitere aus dem Kosovo und Afghanistan werden folgen. Sie stehen als steinerne Zeugen für diejenigen, die in Erfüllung ihres Auftrages im Namen der Bundesrepublik Deutschland ihr Leben gelassen haben. Meine Damen und Herren, hier in Potsdam, beim Einsatzführungskommando schließt sich der Kreis. Hier in Potsdam werden die Einsätze der Bundeswehr geplant, koordiniert und geführt. Hier ist die Nahtstelle, hier gehen zuerst die Meldungen ein, wenn etwas Schreckliches passiert. Hier kennen viele ihre Kameradinnen und Kameraden im Einsatz ganz persönlich. Viele Hinterbliebene und Freunde begeben sich hier auf eine Reise zu Orten, die sie nie selbst gesehen haben, die sie bisher nicht richtig fassen konnten. Kameradinnen und Kameraden kehren hier an vertraute Orte zurück, an denen sie gestanden und geweint haben, die sie aber bisher nicht mit ihren Familien teilen konnten. Ein Ort wie dieser hilft, zu trauern und das Erlebte zu verarbeiten. Der Wald der Erinnerung ist auch ein Stück der Geschichte, die uns mit unseren internationalen Partnern verbindet. Ganz im Sinne des französischen Schriftstellers Marcel Proust, der sagte, gemeinsame Erinnerungen sind manchmal die besten Friedensstifter. Dieser Raum ist uns allen gewidmet, um gemeinsam mit den Hinterbliebenen zu fühlen und zu gedenken. Ich bin dankbar und froh, dass heute eine so große Anzahl von Angehörigen unter uns ist. Im Wald der Erinnerung ist für alle Hinterbliebenen der Männer und Frauen, die im Ehrenmal der Bundeswehr namentlich genannt sind, die Möglichkeit gegeben, auf Wunsch an einem Baum eine kleine Namenstafel zur Erinnerung an ihre Verstorbenen anzubringen. Jeder einzelne Name, steht für unseren tiefen Dank und die Hochachtung, die wir den Toten entgegenbringen. Denn sie alle sind gestorben im Dienst für die Bundeswehr, im Dienst für unser Land, zu Hause oder außerhalb der Grenzen Deutschlands. Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, liebe Angehörige, es kam in den vergangenen Tagen die Frage auf, warum hier in Potsdam und nicht in Berlin? In Berlin, unserer Hauptstadt, haben wir das nationale Ehrenmal und das Bronzebuch, das jedem und jede der 3200 Bundeswehrangehörigen, die ihr Leben im Dienst der Bundeswehr gelassen haben, namentlich benennt. Es ist zentrales Ehrenmal und Ort unseres öffentlichen Gedenkens. Ich werde dort morgen am Volkstrauertag den Kranz der Bundesregierung niederlegen. Aber Trauer hat viele verschiedene Facetten. Der Tod eines Menschen ist zu groß und zu persönlich, als dass seiner nur in einer einzigen Form gedacht werden sollte. Es ist gut, verschiedene Formen, verschiedene Orte des Gedenkens zu finden. Wir sind hier in Potsdam auf ausdrücklichen Wunsch der Hinterbliebenen. Laubbäume im Wald der Erinnerung stehen hier als Symbole für die, den Tod stets aufs Neue besiegende Wiedergeburt des Lebens. Und der immergrüne Nadelbaum steht hier auch als Sinnbild der Unsterblichkeit. Ja, Potsdam ist nicht ein vollständig öffentlicher Ort. Denn Schmerz und Trauer brauchen auch Geborgenheit, brauchen auch eine Rückzugsmöglichkeit. Und es ist nicht nur eine nationale Gedenkstätte, sondern über 10 Nationen sind hier vereint mit uns in unserer gemeinsamen Trauer. Ich danke den Generalinspekteuren der Tschechischen Republik, des Königreichs Schweden, aus Ungarn,
oder der Republik Litauen für ihr Kommen. Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, ich danke von Herzen allen Beteiligten, die von Anfang an mitgewirkt haben, allen voran den Hinterbliebenen. Ein Dank geht auch an das Architekturbüro Rhythmik und den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen, stellvertretend für alle beteiligten Firmen bei der Planung und Bauausführung. Mein Dank geht insbesondere auch an das Einsatzführungskommando, das dem Wald der Erinnerung seinen Raum gibt. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus meinem Haus und der Bundeswehr, die mit der Realisierung beauftragt waren und die stets den Austausch mit den Hinterbliebenen gesucht und gefunden haben, ebenso wie mit den Kameradinnen und Kameraden und den Kolleginnen und Kollegen. Herr Bundespräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Angehörige, kein Denkmal, kein Wald, kein Stein kann je ein Trost sein für den Verlust geliebter Menschen. Aber Orte wie diese können zeigen, dass wir bewahren, dass wir nachdenken, dass wir verarbeiten, dass wir nicht vergessen werden. Keine und keinen einzigen. Ich übergebe hiermit den Wald der Erinnerung seiner Bestimmung.